Ja, Leute, herzlich willkommen. Es gibt was Neues, was sehr, sehr geil ist. Und zwar, alle Videos gibt es jetzt auf YouTube in 60 FPS. Das, was ihr gerade seht, ist Battlefield 4 in Full HD 1080p mit fucking 60 FPS. Und ja, das ist jetzt seit gestern, soweit ich weiß, beziehungsweise seit heute, gestern, bin mir nicht ganz sicher, ist es nun neu. Und ja, viele von euch werden irgendwie nicht wirklich den Unterschied irgendwie bemerken. Aber achtet mal einfach ein bisschen drauf. Es fühlt sich einfach alles ein bisschen lebendiger an. Und außerdem ist das nur verfügbar, wenn ihr ab 27p oder 1080p die Videos guckt. Ich finde es super, super geil. Es wird halt hier ein kleines, ja, ganz ein kurzes kleines Gameplay. 5 Minuten werden wir hier nur spielen. Und schaut euch im Vergleich, wenn ihr Bock habt, danach ein älteres Video an, das ich gleich aufgenommen habe, live mit OBS, und guckt mal, ob ihr den Unterschied bemerkt. Ich bemerke den Unterschied sofort. Der Andi von mir, ein guter Kumpel, der hat das nicht bemerkt. Er hat einen Unterschied zwischen 30 FPS und 60 FPS nicht bemerkt. Ich merke es allerdings sofort, wenn ich es sehe. Ob es jetzt beim Streamen ist oder auf YouTube, man merkt es einfach sofort. Es ist einfach wirklich komplett ein anderes Spielgefühl. Es ist einfach alles lebendiger, alles irgendwie schöner, die Farben und so weiter ist einfach um einiges besser. Und ja, schaut euch das einfach ein bisschen an und sagt mir, ob ihr den Unterschied merkt. Ich merke einen Unterschied, wie gesagt. Ich finde es hammer, hammer geil. Also ich habe immer, wenn ich auf 60 FPS gucken konnte, habe ich auf 60 FPS geschaut. So, hier gleich eine Flash geschmissen, um die ein bisschen zu blenden. Und dann ballern wir hier rein. Und der lebt noch, der lebt noch. Man kann nicht durch diese Scheißkiste schießen. So, dann gehe ich halt hier drüber. Ah, da hat er mich erwischt, die Sau. Aber ich hoffe, ihr merkt den Unterschied, wirklich. Also, ich glaube schon. Ich meine, ich glaube, man merkt den Unterschied wirklich nur nicht, wenn man nicht genau hinschaut. Aber eigentlich sollte man es merken. Das Coole ist, es läuft super flüssig, ja. Es läuft mit 60 FPS durchgehend, mit OBS nehme ich das ja hier auf. Keine Ruckler, kein gar nichts. Alles schön flüssig diesmal. Ja, und alle, die gesagt haben, mein PC ist schuld, danke für die nette Meinung beim letzten Mal und danke, dass ihr mir helfen wolltet. Aber der PC ist vollkommen klar in Ordnung, wie ihr jetzt auch seht. Ich habe nichts geändert und habe es jetzt sogar auf 60 FPS und es läuft. Das war einfach wirklich der Server, der irgendwie im Arsch war. Und das sieht man hier nochmal. Oh, scheiße. Da wurde ich weggemacht, du Schwein. Und ich hoffe, dass jetzt auch irgendwie mehr, mehr Leute auf 60 FPS umsteigen werden. Denn ich finde es einfach geil. Ich finde einfach alles irgendwie lebendiger. Wahrscheinlich komme ich auch irgendwie lebendiger rüber, sonst sehe ich irgendwie aus wie ein Zombie. Aber ich freue mich übelst drauf. Ja, 60 FPS ist einfach viel, viel geiler. Und ich denke, nach einiger Zeit, wenn man sich mehr mit 60 FPS angeschaut hat und dann irgendwie wieder zurückwechselt auf 30 FPS, spätestens dann sollte man den Unterschied schon merken, finde ich. Ja, spätestens dann merkt man, okay, 60 FPS ist geiler. Ich habe das sehr, sehr schnell gemerkt beim Livestreamen. Und merke das auch sehr, sehr schnell auf YouTube. Vor allem bei solchen Spielen. Ich habe mir das bei Mario Kart angeschaut, Mario Kart 8. Und habe da mir den Vergleich angeschaut zwischen 30 FPS und 60 FPS. Und es ist einfach viel, viel schöner, viel lebendiger. Auch bei den, also bei Rennspielen und bei Battlefield sollte man das, glaube ich, am meisten sehen. Aber auch bei allen anderen Games eigentlich sollte man das merken. Ich spiele noch ein bisschen. Ich werde hier nicht die vollen Runden machen, aber ich laufe noch ein bisschen rum, damit ihr vielleicht einen Unterschied merkt. So 5-6 Minuten Video machen wir hier. Und da unten rennt wieder einer. Und dann schieße ich jetzt. What the fuck, Alter! Habt ihr das? Das hat mich in der Luft geholt, die Sau. Wer hat denn das gemacht? Ein russischer Server. Der ist sicher ein Hacker. Ah, hat er schön gemacht. Aber irgendwie hat er mich doch gar nicht gesehen. Naja, auf russischen Servern bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ne? Man traut den Russen ja generell nicht wirklich. Ja, und wie gesagt, schreibt in den Comments, ob ihr denn einen Unterschied merkt jetzt zwischen 60 FPS und 30 FPS. Würde mich freuen, was da eure Meinung dazu ist. Aber jetzt wird es alles auf 60 FPS geben. Ich habe noch ein paar Sniper-Gameplays aufgenommen, also mein erstes Mal mit Sniper. Die wird es noch in 30 FPS geben. Denn nur die Videos, die man halt auch in 60 FPS aufgenommen hat, werden dann auch in 60 FPS eben gezeigt, soweit ich weiß. Ich glaube, es bringt sich irgendwie nichts, wenn man jetzt irgendwie ein 30 FPS Video hat, aber dann auf 60 hochskaliert. Ich glaube, das bringt sich einen Scheiß. Ah, jetzt hat er mich wieder weggeholt. Aber ich spiele eigentlich gar nicht mal so übel, nein. Es geht eigentlich. Dafür, dass es eigentlich ein ganz, ganz, ganz spontanes Gameplay ist und Commentary, ist es eigentlich okay. Und ich freue mich übelst drauf, auch jetzt auf dem Let's Play-Kanal werde ich ein bisschen mehr abgehen, werde ich zumindest versuchen. Es kommt ja ewig irgendwie nichts mehr. Ich weiß, es ist auch irgendwie scheiße. Aber ja, wenn ich nicht spiele, dann gibt es auch nichts. Aber muss ich bald wieder mehr machen, unbedingt. So. Oh, da wird man wieder beschossen.
Wo seid ihr denn? Da ist er. Jawohl, da ist gleich noch einer. Okay. So, ich laufe noch ein bisschen rum. Ich mache dieses Leben noch. Da werde ich gleich angeschossen von dem Penner. Ich weiß, dass du da bist. Ui, da war gerade noch einer. Da komme ich von hinten, mein Freund. Wo ist er? Wo ist er? Der war doch gerade hier. Da haben wir einen. Und da haben wir noch einen. Ah, da war er jetzt hinter mir. Scheiße, ich hätte noch einen wegholen können. Aber habe nicht aufgepasst. Schade. Jetzt bin ich gerade ein bisschen heiß. Jetzt spielen wir noch ein bisschen Scheiß drauf. Machen wir 10 Minuten Video draus. Fuck it. Ja? Und wie gesagt, schaut mal ein bisschen expliziter auf das Gameplay. Schaut ein bisschen mehr auf den Hintergrund. Ich weiß, dass ich der schönste Mensch bin auf der Welt. Aber schaut nicht mir in die Fresse, sondern schaut ein bisschen aufs Gameplay. Und vielleicht merkt ihr den Unterschied. Oh, du Wichser, du. Schloss mit dir, ey. Wie gesagt, ich merk's. Was ist denn das? Ah, ne, das ist nichts. Mein Monitor ist nur dreckig. Sollte mein Monitor wieder mal putzen. Das ist wichtig. Ich habe eine neue Pornosammlung, weißt du, und seitdem ist der Monitor ein bisschen schmutzig. Lalala. Es macht einfach sicherlich mehr Bock, die Videos zu gucken, wenn alles schön in 60 FPS ist. Ich werde es mir dann selber nochmal anschauen. Mit OBS kann man das ja auch direkt mit 60 FPS aufnehmen, ist ja das Feine. Muss ich gar nicht rendern, gar nichts, null. Und ich werde dann das auch noch mit gerendertem Video mir anschauen. Wie das dann nochmal aussieht. Warum finde ich hier keine Gegner? Da ist einer. Oh, man muss hier ein bisschen passiv spielen, nicht so aggressiv. Ich weiß gerade nicht, wo die herkommen und die jetzt über mir sind. Hinter mir. Ich sehe hier dauernd so einen Laser reinfliegen. Tot. Na schön. Na komm, wo ist er? Boah, ich bin ja hier surrounded von Gegnern, Alter. Überall. Holy shit. Ah, da hat er mich mit C4 erwischt, aber war auch nicht so schwer, weil der wusste, wo ich bin. Gut, Leute, ein 16:7 habe ich mir gespielt, 16:8 besser gesagt. Und ja, sagt mir Bescheid, ob ihr den Unterschied merkt zwischen 60 FPS und 30 FPS. Ich finde, man muss es sehen. Und ab jetzt gibt's alles hier in 60 FPS. Vielleicht keine Commentaries, denn da bringt sich nichts viel, wenn ich irgendwelche Gastgameplays nutze. Aber meine Gameplays, meine Let's Plays gibt's ab jetzt nur in 60 FPS, in Full HD natürlich. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.